Fotografie ist für mich etwas, was sich sehr fest in meinem Leben festgesetzt hat. Es ist wie ein Medium, das ich brauche für gewisse Zusammenhänge, die ich suche, oder gewisse Sachen, die ich aussagen will. Ich brauche das Medium wirklich als Mittel zum Zweck. Und dort finde ich es faszinierend, wenn ich gewisse Themen behandeln kann, wo irgendwie ein gewisse Stigma haben oder Ungerechtigkeit drin ist, wo ich sehe, oder wo ich denke, dass Ungerechtigkeit drin ist. Und dann möchte ich halt mit meiner Fotografie, mit meinem kleinen Teil entgegenwirken. Momentan arbeite ich privat an einem dokumentarischen Langzeitprojekt, wo ich zwei Geissen seit der Geburt über ihren Lebenszyklus bis hin zur Schlachtung begleitet habe und das fotografisch dokumentiert habe. Bei diesem Projekt ist mir wichtig, dass man sich mit dem eigenen Fleischkonsum auseinandersetzt. Auch ich für mich wollte herausfinden, ob ich das erträge, wenn ich ein Lebewesen eigentlich begleite und nachher bei mir auf dem Teller habe, dass ich eben weiss, was dahinter steckt, also dass eigentlich der forcierte Tod von dem Lebewesen mir ermöglicht, dass ich Fleisch konsumiere. Der Studiengang Fotografie an der F&F ist relativ breit ausgerichtet. Das heisst, er richtet sich an Leute, die einerseits möchten in der kommerziellen Fotografie Fuß fassen und andererseits aber auch an Leute, die nachher in die künstlerische Fotografie möchten. Unsere Dozierenden kommen alle aus der Praxis. Das heisst, dass sie nebendran in ihrem Berufsfeld tätig sind, als Fotografin oder Fotograf, Kuratorinnen. Das können ganz unterschiedliche Berufe sein, aber sie haben alle ihre eigene Tätigkeit und kommen dann explizit für ein Seminar oder ein Projekt zu uns unterrichten. Mein Name ist Isabelle Rutzler. Ich habe 2019 den HF Fotografie gemacht, abgeschlossen an der F&F und habe mit der Diplomarbeit mein Label gegründet und verkaufe jetzt Produkte mit meinen Fotos drauf gedruckt. Und ich musste mich auch wehren und sagen, nein, ich will das so. Ja, es ist so ein bisschen, man wird so ein bisschen sturer und dickhütiger und lernt auch so, wie es das zu verteidigen, was man will. Salut! Salut! Das ist für dich. Super, danke vielmals. Sehr gerne. Schnell schauen. Passt alles so? Ja, ich schaue gerade schnell schauen. Sicher. Wer? Ist gut. Ich selber nutze das Fotostudio nicht so oft, durch das, dass ich eher konzeptuell und dokumentarisch unterwegs bin. Aber ich finde es super, dass wenn man mal ein Portrait-Shooting zum Beispiel machen muss, dass man es nutzen kann und auch die ganzen Gerätschaften, die dazu notwendig sind, zur freien Verfügung stehen. Darauf an, weißt, wie gerichtet dass du die machst. Also, wo ich dann nur merkst, auf den Hintergrund leuchte. Genau, ja. Wo du nur auf den Hintergrund leuchtest. Das Studium bei der F&F unterstützt mich ziemlich fest, indem ich einen Austausch habe. Der zeigt sich einerseits durch den Austausch mit den Mitstudierenden, aber auch der Austausch mit den dozierenden Leuten, wo man mit der eigenen Arbeit vorbeikommen kann und diskutieren kann. Das Wichtigste ist eigentlich die Autorenschaft dahinter, dass man sich auch bewusst ist, was will ich umsetzen, was will ich sagen und wie ich das dann nachher in meiner Bildsprache oder in der Bilderwelt, die ich kreiert habe, auch mitteilen kann. Und das Video? Das Video wird, ich weiß nicht, ob das im Video vorkommt, es wird gerade wahrscheinlich so 3 Monate oder so.